Hallo, auch herzlich willkommen von mir, Adam Kosak, mein Name, und willkommen nochmal zum Webinar Atos Data Readiness Assessment. Das Atos Data Ready Assessment, das ist ein Vorgehen-Framework, das wir nutzen, um zusammen mit unseren Kunden das Thema effiziente Datennutzung, Datenstrategie mit SAP-Technologien anzugehen. Und das möchte ich Ihnen heute ein bisschen näher erläutern. So, meiner Person, ich bin Offering Manager bei Atos und zuständig für das Thema SAP Analytics. Unterstütze dort als Solution Architect, Experts rund um das Thema Analytics, also alles, was es da an SAP-Lösungen gibt. Komme traditionell aus dem Business Warehouse-Bereich, beschäftige mich aber seit einigen Jahren rund um das Thema SAP HANA Data Lakes, Machine Learning mit SAP und auch der SAP Cloud-Plattform als Teil der Business Innovation-Plattform von SAP. Zur Agenda, ja, das Data Readiness Assessment. Da könnte ich jetzt aus dem Stand, glaube ich, den ganzen Tag zu erzählen, ja, weil das ist normalerweise ein Programm, das über mehrere Wochen bei unseren Kunden läuft. Und ich habe aber versucht, für Sie das Wesentliche in einem 30-Minuten-Vortrag zusammenzufassen. Das heißt, im Anschluss haben wir noch genügend Zeit, um auf eventuelle Fragen einzugehen. Also schauen wir uns mal an, was ich heute mit Ihnen vorhabe. Als allererstes würde ich gerne mit Ihnen mal durchgehen, ob Sie hier überhaupt richtig sind, ob wir als Atos Ihnen mit diesem Data Readiness Assessment überhaupt weiterhelfen können. Ja. Und dann ein bisschen Schwung darauf zu machen, warum brauchen wir Daten überhaupt, warum ist es jetzt so ein großes Thema in letzter Zeit geworden, um dann mal ein bisschen die SAP-Brille anzuziehen und sagen, uns mal angucken, die Vision des intelligenten Enterprise. Die Kollegen, die gestern in der Session von meinem Kollegen Markus Michler werden da schon einige Sachen gesehen haben. Das greifen wir hier nochmal auf, um dann den Schwung zu machen, ja, wie sieht das in der Realität aus, was sehen wir in Projekten, wie gehen andere Kunden damit um, wo sehen wir Fallstricke, um dann konkret auf das Data Readiness Programm einzugehen, worum handelt es sich da, was sind die elementaren Bausteine dort, um dann mal an einem Beispiel durchzuexerzieren. Am Ende gibt es dann nochmal eine Zusammenfassung zu dem Thema. Okay, die folgende Liste zeigt im Grunde genommen das, was Sie als Unternehmen tun müssen, um Data Ready zu sein. Ja, das heißt, auf dem Weg zu sein, ein datengetriebenes Unternehmen zu sein. Ja. Wenn Sie eines dieser Gebiete mit Nein oder bei uns wird das vielleicht nicht so gelebt beantworten, dann können wir Ihnen wahrscheinlich mit dem Data Readiness Assessment weiterhelfen. Ja. Hier mal die kurze Zusammenfassung. Ja. Sie haben in Ihrem Unternehmen eine globale Datenstrategie, die eng an Ihre Unternehmensziele geknüpft ist. Ja. Sie haben ein klares Verständnis darüber, welche Daten Sie bei Ihrem Unternehmen sind, Ihre Führung unterstützt datengetriebene Entscheidungen. Sie vertrauen Ihre Daten, weil Sie ein gutes funktionierendes Data Governance und Data Management haben und die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten haben. Und in Ihrem Unternehmen gibt es eine datengetriebene Kultur, wo Leute mit Daten arbeiten möchten, Daten als allgemeines Gut, das für jedermann verfügbar sein sollte, behandelt werden und sie folgen Analytics Best Practice. Ja, dann kann ich, wenn Sie all diese Punkte erfüllen, dann kann ich Sie nur beglückwünschen, dann sind Sie ein datengetriebenes Unternehmen. Für die Leute, die das nicht so ist, die sind herzlich willkommen, weiter im Webinar zu bleiben. Machen wir mal einen Schwung auf das Thema Daten. Ja, warum überhaupt? Ne? Digitale Transformation ist hier ein Stichwort. Ich habe Ihnen mal einen Auszug aus einer Studie zum Thema Data-Driven Organization, also datengetriebene Unternehmen, mitgebracht. Welche Unternehmen da jetzt herangezogen wurden. Ich gehe mal stark davon aus, dass relativ viele Startups dort jetzt mit drin waren. Ja. Die haben halt eine 23 höhere Wahrscheinlichkeit, Neukunden zu akquirieren. Es ist diesen 6-mal wahrscheinlicher, dass die Kunden halten und im Schnitt sind die 19-mal profitabler. Ja, da sieht man schon, digitale Transformation und Daten, ja, das ist halt ein interessantes Thema, das man aufgreifen sollte. Ja. Schauen wir uns mal die Vision des intelligenten Enterprise dazu. Ja. Im Gegensatz zu Startups, ja, dass von Anfang an Daten als ein Asset, als ein allgemeines Gut und in ihre Geschäftsprozesse aufnimmt, haben die meisten von unseren Kunden das Problem, dass sie historisch gewachsene Strukturen haben. Es gibt unterschiedliche Abteilungen mit unterschiedlichen Prozessen und Herangehensweise. Unterschiedliche Stakeholder haben unterschiedliche Anforderungen. Und ganz wichtig, für jede dieser Teilbereiche haben Daten eine unterschiedliche Bedeutung und Wert. Es ist zum Beispiel, wenn man ein Beispiel mal aufgreift, im Finance-Bereich, ja, werden Sie ein Interesse daran haben, wie Ihr Cashflow ist. Ja, in der Produktion geht es eher darum, wie effizient produziere ich, wie kosteneffizient produziere ich etwas. Und im Sales
geht es eher darum, wie stelle ich meine Kunden zufrieden, wie kann ich mehr an meine Kunden verkaufen, ja. Und darunter kommen dann, ich sage mal hier unten, die intelligenten Technologien, die Sie jetzt mit in Ihre Geschäftsprozesse aufnehmen müssen. Ja, beispielsweise wie Machine Learning, IoT für Ihre Produktion und Co. Ja. Schauen wir uns die Technologie mal an, die SAP uns dort zur Verfügung stellt, ja, um diese Prozesse in Zukunft intelligent zu gestalten. Ja, das heißt, wir haben hier vorne Fiori als neues Benutzeroberfläche, wir haben die Analytics Cloud, die erste Machine Learning Capabilities, Planung und Reporting in die Cloud heben soll, für Ihre Unternehmensdaten, das klassische Analysis for Office und auch weitere klassische BI-Reportings-Tools, beispielsweise wie Power BI oder Tableau, wird vielleicht der eine oder andere Einsatz haben. Ja. Dann gibt es, ich sag mal, den Schwenk auf die klassischen Reporting-Themen für das Business Warehouse, das ist einmal das SAP BW4HANA oder vielleicht ist der eine oder andere noch auf SAP BW oder BW und HANA. Dazu gibt es das Cloud-Pendant mit der Data Warehouse Cloud im ERP bzw. S4HANA-Bereich, ja, wo Ihre Unternehmen, Ihre HR-Daten liegen, Ihre Prozesse abgebildet sind. Für die, die jetzt eine Migration zu S4HANA planen oder schon migriert haben, wird das Thema Embedded Analytics interessant sein. Das heißt, Sie haben neue Möglichkeiten, die Daten, die Sie im ERP haben, auszuwerten. Machine Learning Algorithmen halten Einhalt oder sind mit neu dazugekommen in manchen Analytics-Apps, die dort verfügbar sind. Dann haben wir das Thema Data Lake. Das heißt, der ein oder andere wird sich schon darüber Gedanken gemacht, okay, wie schaffe ich es, einen zentralen Datenpool aufzubauen, um meine Unternehmensdaten jedermann zur Verfügung zu stellen. Das bedarf dann natürlich einer entsprechenden Data Governance. Hier kommen dann so Tools wie Master Data Governance und weitere zum Einsatz. Ja, wenn Sie einen Data Lake aufbauen, brauchen Sie auch irgendwas, wo Ihre Data Scientists, Analysten Machine Learning machen. Da bietet sich beispielsweise die Data Intelligence an, die es als On-Premise und auch als Cloud-Produkt von der SAP mittlerweile gibt. Und die ganzen, ich sag mal, SAP-Cloud-Produkte wie die SAP-Cloud-Plattform als Erweiterung für Ihre Geschäftsprozesse, die Sie im ERP und S4HANA haben, plus die ganzen Cloud-Produkte, die es von SAP gibt, SuccessFactors, Fieldglass, Ariba für Sourcing und Co. Ja, das ist so, ich sag mal, die technologische Sicht. Beim Thema Daten, ja, stellt sich halt die Frage, okay, wie bekommen wir diese Flut an Prozessen und Anforderungen, wie kommen wir da auf den richtigen Weg, um das Thema Data anzugehen? Ja, und genau hier sagen wir mit dem Data Readiness Assessment, lassen Sie uns mal schauen, wie es in Ihrer um Ihre Datenstrategie bestellt ist. Ja, warum haben wir das Ganze ins Leben gerufen? Ja, wir haben halt relativ viele Kunden, die schon auf S4 migriert sind und dort wo das Thema Analytics, Datenmanagement immer so ein bisschen vernachlässigt, sondern dass wir relativ häufig das Feedback bekommen haben, okay, wir sind jetzt auf diesem neuen Technologie-Stack und wir haben unsere Prozesse überdacht, aber so wirklich intelligenter sind wir nicht geworden. Ja. Das Einzige, was uns das geholfen hat, ist irgendwie schlechte Entscheidungen noch schneller zu treffen. Ja. Und deswegen, dort versuchen wir mit dem Data Readiness Assessment anzusetzen. Ja. Bevor wir das konkret machen, würde ich gerne mit Ihnen auf ein paar konkrete Beispiele aus der Realität eingehen, ja, warum der zweite Grund, warum wir das Data Readiness einfach ins Leben gerufen haben. Ja, und das ist der Data Lake Approach. Ja. Also in den meisten Fällen wird die IT-Abteilung oder aus unserer Erfahrung wird eine IT-Abteilung damit beauftragt, das Thema Data Management, datengetriebene Kultur anzugehen. Ja, das ist im günstigsten Fall ist das dann die Abteilung, die sich sowieso um das Thema Analytics gekümmert hat. Bei klassischen Unternehmen ist das einfach die Abteilung, die das SAP BW macht oder ein anderes Business Warehouse verwaltet. Ja. Nun ist es in der Realität aber so, dass das SAP Data Warehouse, wie wir gerade in dem Schaubild gesehen haben, nur ein ganz kleiner Teil des Puzzles ist. Ja. Und das führt in den meisten Fällen dazu, dass dieses Lasst uns einen Data Lake bauen, das wird alle unsere Probleme Approach gewählt wird. Ja, das hat, warum funktioniert das nicht? Ja, das hat aus unserer Sicht drei Gründe. Die eine Ausprägung ist, sie schaffen es halt in diesem Enterprise Data Lake, das ist die erste Säule, nicht die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Stakeholder
zusammenzufassen. Ja, das heißt, ich hatte es eingangs erwähnt, jemand in der Produktion wird andere Anforderungen haben als jemand, der im EV-Bereich liegt. Ja, das führt zu Governance-Herausforderungen. Sie schaffen es nicht, einheitliche Datenstrukturen zu generieren. Das führt zu Performance- und Flexibilitätsproblemen. Und natürlich ist es auch ein kulturelles und politisches Thema. Ja, wie gesagt, unterschiedliche Stakeholder haben unterschiedliche Anforderungen und Interessen, die sie verfolgen. Die zweite Säule, die wir relativ häufig sehen, ist, mein Data Lake ist meine Analytics-Strategie, ja, wo halt versucht wird, eine fehlende Datenstrategie mit Infrastruktur zu ersetzen. Man macht sich keine Gedanken darüber, welche Leute oder welche Fähigkeiten die Leute im Unternehmen haben, um so eine Datenplattform zu betreiben. Und es gibt ein riesiges Missverständnis, wie so eine datengetriebene Plattform in der digitalen Welt aussehen soll. Ja, das führt in der dritten Ausbaustufe zum unendlichen Data Lake aus unserer Sicht. Ja, also wenn man es hart ausdrücken will, zum Datensumpf, ja, wo sie dann einfach ein Data Lake aufbauen, indem sie irrelevante Daten haben, sie haben veraltete Daten, sie kriegen das Thema Lifecycle Management für ihre Daten nicht hin und sie laufen in Performance- und Kost-Themen rein. Ja. So, schauen wir jetzt doch mal an, wie man beim Thema Datenstrategie anfangen kann. Also wir verfolgen das folgende Prinzip, also wir nennen das Data Readiness Assessment Journey to Data Driven Enterprise und wir fangen mit den drei Säulen Engage, Proof und Scale an. Ja, worum geht es dabei? Ja, dass wir in der ersten Phase versuchen, wir gemeinsam mit Ihnen zu verstehen, was generiert denn in Ihrem Unternehmen Mehrwert und basierend darauf eine Roadmap für Sie aufzuzeichnen. Wie das im Detail aussieht, zeige ich Ihnen nochmal auf der Folgeslide. Und dann im zweiten Schritt aus den identifizierten Mehrwerten oder Data Use Cases Piloten zu bauen und dann anfangen, Themen anzugehen. Was muss ich tun, um mein Business voranzubringen? Was für eine Plattform muss ich aufbauen? Was muss ich aus Mitarbeiter-People-Sicht machen? Wie gehe ich das Thema Security an? Und was mache ich für Data Governance und Operations? Und im dritten Schritt geht es die Sachen, die Sie im Piloten herausgefunden haben, durch Ihre Organisation mit Technologie und ein Operating Model zu skalieren. Schauen Sie nochmal die Themen an, die wir dabei eingehen. Ja, also über alle drei Phasen ist die Datenstrategie natürlich der treibende Faktor, wo wir eine Roadmap und eine Organisation zusammen mit Ihnen entwickeln. Im zweiten Schritt dann Ihre interessanten Data Use Cases, nennen wir das, im Proof of Concepts umsetzen, sodass die mit in Ihre Geschäftsprozesse integriert sind, also uns stark in diesem zweiten Thema Data Innovation damit beschäftigen, wie schaffen wir es, über den Proof of Concept hinaus zu kommen durch eine Integration in ihre Geschäftsprozesse und dann gleichzeitig Themen wie Data Governance anzugehen. Das heißt, was muss ich in meiner Organisation tun? Was muss ich bezüglich der Fähigkeit meiner Mitarbeiter tun? Wie schaffe ich es, eine datengetriebene Kultur zu etablieren? Um dann auch noch eine Technologie-Stack vielleicht eventuell zu modernisieren, falls das notwendig sein soll, und die entsprechenden Datenarchitekturen zu schaffen. In der Projektübersicht sieht das wie folgt aus. Wir fangen mit so einem Awareness- und Visioning-Workshops an, wo es halt erstmal einen Workshop für Ihre Datenstrategie gibt, eine Fit-Gap-Analysis gemacht wird. Und wir versuchen, ein Awareness in Ihrer Mannschaft dafür zu schaffen, wie sieht denn eigentlich diese technologische Landscape in der Zukunft aus? Ja, Data Readiness Assessment bewegen uns ja in diesen ersten Visioning- und Strategy-Bereichen, wo es einfach darum geht, Data Use Cases für Ihre kritischen Geschäftsprozesse zu identifizieren. Ja, das heißt, darauf zu bauen, was Sie als Unternehmen wirklich voranbringt. Also weg von diesen Approach, ja, wir müssen Predictive Maintenance machen, um unsere Produktivität zu steigern, ja, obwohl sie im Grunde genommen eigentlich schon eine hohe Maschinenauslastung haben, sodass sie eigentlich kein Predictive Maintenance brauchen, sondern also wirklich, dass sich dann auf die Cases funktionieren, die sie als Unternehmen weiterbringt und dann basierend darauf eine Referenzarchitektur aufzubauen und dann die Transformation Roadmap mit ihnen anzugehen, Piloten zu bauen und das Ganze dann durch ihre Unternehmung zu tragen. Okay, das Ganze nochmal zusammengefasst. Was wollen wir eigentlich mit Ihnen machen? Ja, diese Punkte nochmal, bevor wir auf ein konkretes Beispiel eingehen. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt im Data Readiness durch, wir haben Ihren Data Strategy Workshop gemacht und wir haben identifiziert,
welche Geschäftsprozesse sie im Unternehmen weiterbringen. Ja, also basierend auf denen nehmen wir diese sechs Bausteine und sagen, okay, schauen uns an, was generiert in Ihrem Unternehmen Mehrwert. Ja, wir suchen uns die richtigen Use Cases aus, was Ihnen wiederum hilft, das entsprechende Sponsoring für dieses datengetriebene Unternehmen zu enablen. Danach gehen wir in die sechs unteren Quadranten rein. Ja. Das heißt, wir schauen uns an, wie baut man so ein Datenökosystem auf, ja, wie geht man Prozessthemen an, wie geht man das Thema Kultur an, wie eliminiert man Gaps bei Technologien und wie treibt man eine Data Governance im Unternehmen. So, jetzt das konkrete Beispiel. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, der Data Strategy Workshop ist durch und einer oder ihre zentrale Use Cases ist, dass sie Mitarbeiterabwanderung identifizieren wollen. Ja, das ist streng mit ihrem strategischen Ziel der Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterhalten verknüpft. Ja, also es ist, definieren wir mit ihnen, das ist eigentlich das Grundproblem. Ja, die Mitarbeiter verlassen das Unternehmen. Ja, was würde es uns auf lange Sicht kosten, wenn wir das Problem nicht lösen? Ja, natürlich das Investment, das wir in den Mitarbeiter gemacht haben. Was ist eigentlich der Nutzen des Projektes, das wir machen? Ja, also wir versuchen, einen Early Watch-Prozess zu identifizieren, der sagt, irgendwie im Performance Review, dass vielleicht jemand das Unternehmen verlassen will und wie lange brauchen wir, um so einen Piloten umzusetzen? 3 bis 4 Wochen. Ja. Dann schauen wir uns an, wenn wir jetzt mal von der Strategie-Sicht runterkommen in diesen Data Innovation, also wirklich den Piloten, den wir zusammen mit ihm aufbauen, wo wir uns damit konzentrieren, wie schaffen wir es, so ein Use Case auf einem schlanken Technologie-Stack aufzubauen. Ja, wo haben wir Daten, wo kriegen wir die her, können wir die per Flatfile anbinden, wo kann man das vielleicht mit einer Datenanbindung an bestehende Systeme, beispielsweise wie SuccessFactors oder ein Service-System oder ein Company-Portal, wo die Mitarbeiter Kommentare hinterlassen oder S/4HANA oder ERP, wo wir einfach HR-Daten rausbekommen. Ja, also beispielsweise die Data Intelligence eignet sich sowas, um sowas relativ schlank umzusetzen. Das heißt, wir haben hier uns jetzt, wenn man es auf das Data Readiness Assessment runterbricht, das Engage und Proof angeguckt. Das heißt, was bringt sie weiter, ja, und wie bezahlen wir das in ihre Geschäftsprozesse. Ja. Und am Ende natürlich dieser Pilot, ich hatte es erwähnt, suchen das immer in ihre Geschäftsprozesse zu etablieren. In dem Fall sagen wir einfach, wenn der Mitarbeiter im Success Vectors aufgerufen wird, gibt es dann den Risk Score, der angezeigt wird auf den Daten basierend auf einem Algorithmus, den wir trainiert haben, mit Machine Learning, der uns anzeigt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf den Werten, die wir zu diesem Mitarbeiter vorlegen haben. So, das war jetzt, ich sag mal, die Business Strategie View. Also was generiert Mehrwert für mich? Ja, was sind die guten Use Cases und wie mache ich Sponsoring? Jetzt geht es natürlich darum, okay, ich brauche eine Datenplattform, ich muss Governance skalieren und ich muss das Thema Mitarbeiterfähigkeiten in Angriff nehmen. Was wir bei diesen Use Cases immer machen, ist, wir versuchen einen Top-Down- und einen Button-Up-Approach, wo wir uns zu den einzelnen Use Cases erstmal schauen, ist der Use Case, den wir dort machen wollen, irgendwie verzahnt mit unserer Geschäftsstrategie, ja, dass wir wirklich nur an Themen arbeiten, die sie auch wirklich weiterbringen als Unternehmen. Um uns dann anzuschauen, okay, was müssen wir bezüglich People, Prozesse, Policies und Kultur machen, um es dann auf einzelne Disziplinen wie Master Data Governance, Data Warehousing, BI, Data Quality rumzubrechen und in der nächsten Ausbaustufe damit zu beschäftigen, wie integriere ich Daten, was muss ich machen, um Daten zentral in einer Metaschicht vorzuhalten und in der letzten Ausbaustufe zu sagen, welche Daten muss ich anbinden, beispielsweise in unserem Beispiel, ich habe eine Datenbank, die ich anbinden muss, wo unsere HR-Daten aus dem S4-System kommen, ich habe unstrukturierte Daten für meinen Use Case, die ich anbinden muss, das heißt, ich habe Kommentare, die aus einem Company-Portal kommen, ich habe vielleicht semi-strukturierte Daten, die aus einem Service-System kommen und ich habe vielleicht noch dokumentbasierte Sachen, die ich mit in meine Entscheidungsfindung aufbauen muss. Ja. Schauen wir uns mal an, was uns da die SAP an Technologien zur Verfügung stellt. Ja, also ich hatte eingangs erwähnt, es ist relativ schwierig, bei diesem Sammelsurium an Technologien das Richtige auszuwählen. Ja, was wir mit diesem Approach dann machen, ist, wir zeichnen eine Referenzarchitektur zu den Cases bei Ihnen auf und sagen, hey, das sind
die wesentlichen Bestandteile, die wir dort brauchen, und dann die Schablone drüber zu legen, okay, für diese Technologien muss ich mir jetzt folgende Themen nochmal angucken. Das heißt, ich muss mich relativ stark natürlich immer mit dem Thema Data Governance, Prozesse, Kultur, Policy auseinandersetzen. Ich habe das Thema Master Data Governance, das heißt, ich muss halt gucken, dass meine Daten in bestimmten Qualität sind. Ich habe vielleicht ein Business Warehouse-System, das ich für einzelne Daten anzapfen muss, und ich muss mich natürlich um die Integration der einzelnen Themen kümmern. Nur ist ja jetzt so, ich hatte eingangs erwähnt, wir müssen ein Ökosystem schaffen, das halt einlädt, Leute auf so einer Plattform zu arbeiten. Ja, es ist halt relativ stark, um das Thema Kultur anzugehen. Also wie schaffe ich es denn jetzt, wenn ich diese Data Use Cases identifiziert habe, eine zentrale Plattform schaffen. Ja, unser Ziel ist natürlich die Schaffung einer zentralen Datenplattform. Ob das jetzt ein Data Lake ist oder ein klassisches Business Warehouse ist, erstmal zeigt, ist erstmal zweitrangig, sondern auch extrem abhängig von ihren Data Cases. Ja, wichtig ist nur, dass es in dieser Plattform eine Kultur von Produzenten und Konsumenten gibt. Ja, das heißt, es gibt Teams, die Daten teilen wollen, ja, die bringen Domain-Expertise mit, die übernehmen Verantwortung für Daten und Governance-Prozesse, die kümmern sich um Themen, die Data Quality und das Metadaten in diese Plattform getragen wird. Und es gibt Konsumenten, ja, das heißt, Daten, Teams, die Daten konsumieren. Ja, das heißt, klassisch Business-Analysten, die beispielsweise die Algorithmen kreieren, die herausfinden, dass ihre Mitarbeiter das Unternehmen verlassen wollen. Ja. Natürlich, so eine Datenplattform muss aber ja auch von jemandem betrieben werden. Das heißt, es gibt ein zentrales Team, das diesen, ich sag mal, Daten-Marketplace verwaltet. Ja. Das heißt, sich um Sachen wie Onboarding der Teilnehmer kümmert, sich um Security kümmert, die Plattform betreibt, zentrale Datentöpfe verwaltet und zur Verfügung stellt und sich natürlich um Training und Communities und um das Thema Daten im Unternehmen kümmert. Wie agieren diese Teilnehmer einer Plattform? Ja, das heißt, aus unserer Sicht bietet es sich immer an, wenn man Themen wie Data Governance skalieren will, in so einer zentralen Datenplattform so eine Art Service Definition für Daten aufzusetzen. Ja, das heißt, die Teilnehmer, die an so einer Plattform mitmachen wollen, schließen einen Vertrag ab. Ja, das ist halt nichts anderes, als wenn sie einen Handyvertrag abschließen. Ja, es ist ja genauso, sie wissen, okay, ich bin jetzt bei der Telekom, ich habe für den Monat 5 GB LTE, ich weiß, welche Pflichten mein Provider hat und ich weiß, welche Rechte ich als Konsument habe. Ja, ähnlich verhält es sich auch mit einer Datenplattform, wo man einfach definiert, was ist eigentlich der Kontext des Services, was muss ich beachten bezüglich Data Security, Lifecycle, welche Lizenzen brauche ich, wie möchte ich das Ganze zur Verfügung stellen, stelle ich das als, ich sag mal, monetäre Pipeline zur Verfügung, für die andere mich bezahlen müssen. Oder lasse ich mir das in beispielsweise irgendeiner Kreditform auszahlen. Was für Ansprüche habe ich an mich selbst zum Thema Data Quality für meinen Service und. Also das Thema ist breit gefächert. Ja. Diese Kombination aus der zentralen Datenplattform und dieser Service Definition Arbeit eignet sich aus unserer Sicht hervorragend, um das Thema Datensilos anzugehen. Ja, warum ist das so? Wenn man mal ein Datensilo auf den Zahn fühlt, dann ist es immer daraus getrieben, dass Datenverantwortliche oder verantwortlich für ein System die Befürchtung hegen, dass mit den Daten nicht ordnungsgemäß umgegangen wird. Ja, wenn sie es nun schaffen, in Unternehmen eine Datenplattform, ein Marketplace zu etablieren, wo sie Produzenten und Konsumenten haben, dann nehmen sie diese Leute und sagen denen, hier ist eine Data Service Definition, wir regeln all das, was hier definiert ist, sodass diese, ich sag mal, Befürchtungen zum großen Teil zerstreut werden können, ja, sodass sie aus einem, ich sag mal, Datengegner einen Datenenabler machen am Ende des Tages. Ja. Warum ist diese Datendefinition so wichtig? Ja, so, in so einer Plattform bietet es sich an, Metriken zu definieren. Ja. Das heißt, Sie werden für den Betrieb dieser Plattform, dieser zentralen Plattform vielleicht DevOps oder ein Site Reliability Engineering oder eine Kombination aus beiden machen, wo Sie einfach versuchen, eine offene Kultur zu schaffen, Datensilos aufzubrechen,
auch mal akzeptieren, dass Daten nicht immer 100% sind. Ja, warum das so ist, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dass sie stark das Thema Automatisierung treiben und. Ja. Und ein Kernpunkt dafür, für diese Services, die sie in der Datenplattform zur Verfügung stellen, ist zu definieren, was sind eigentlich meine Service-Level-Indikatoren. Also wenn wir mal unser Beispiel für das Employee Churn nochmal aufgreifen, also was ist meine Ladezeit, ja, wie oft möchte ich, dass die Daten geladen werden, also die Refresh Rate und das Thema Datenqualität. Datenqualität ist immer schwer zu messen, ja, also kann man aber durch verschiedene Techniken angehen, beispielsweise, dass man einen Abgleich macht, wie ist die Abdeckung von Source-System zu Target-System oder dass man bestimmte Regelgruppen abfragt, wo sagt, sind in bestimmten Feldern bestimmte Werte zu einer bestimmten Prozentzahl abgebildet. Ja. Diese Service-Level-Indicator nimmt man und packt die in Service-Level-Objectives. Ja. Das heißt, man kreiert Targets, beispielsweise, ich möchte über den Monat eine durchschnittliche Load-Time von 5 Minuten, ich möchte über einen Zeitraum von 10 Tagen eine Refresh-Rate von 20 Ladezyklen pro Woche oder ich möchte 85% Data Quality, also 85% Abdeckung zu vordefinierten Regeln in meinen Metriken haben. Ja. Warum ist das, ich hatte es eingangs erwähnt, man muss halt akzeptieren, dass Daten auch mal nicht in einer gewünschten Qualität sind. Ja, weil das spielt stark darin rein, weil wir sehen das relativ häufig in der Realität. Wenn Sie diese Service Level Objectives definieren, werden Sie relativ schnell erkennen, wo Sie eine unheimliche Abhängigkeit zu bestimmten Daten haben. Ja, und je höher Sie quasi eine SLA oder ein Service Level Objective treiben wollen, desto teurer wird es für Sie. Ja, und in diesem Data Strategy geht es auch darum, für Sie herauszufinden, okay, welcher Prozentwert hilft unserem Unternehmen eigentlich weiter, beispielsweise 85%, und ab welchem Prozentwert investieren wir eigentlich nur noch in einen ganz marginalen Teil, der eigentlich überhaupt keinen Mehrwert oder keinen Impact mehr auf uns als Unternehmen hat. Ja. Das ist ein wesentlicher Teil, den man dadurch schafft, dass man Daten mit Metriken misst. Und das Ganze wird natürlich, wie ihr kennt es, in SLAs gegossen. Ja. Das heißt, es gibt halt für die Produzenten und Konsumenten ein Service-Level-Agreement, wo halt drin steht, was passiert im Fall eines Nicht-Einhaltens und Co. Zum Thema People. Ja, das heißt, wir haben uns jetzt angeguckt, okay, wie kann so eine Data Governance-Schicht aussehen? Wir sagen Data Services und Metriken. Jetzt gibt es natürlich ja auch neue Rollen, die im Thema Data Driven oder Data Readiness auf sie zukommen. Ja, die Business Analysten werden die meisten davon haben. Das sind Leute, die klassisch BI-Tools bedienen. Neu, jetzt in den letzten Jahren, sind die Rollen Data Scientists und Data Engineers hinzugekommen. Ja, die Data Scientists sind die Algorithmen programmieren, Machine Learning machen, Deep Learning Modelle aufstellen. Die Data Engineers sind eigentlich die Leute, die sich darum kümmern, dass die Daten fließen im Unternehmen, das heißt, die eine bestimmte Qualität bringen. Und daneben gibt es jetzt noch zwei zentrale Rollen, der Data Steward, der sich vornehmlich mit dem Thema Policies, Regeleinhaltung angibt, und der Architekt, der quasi das Gesamtbild im Auge behält über ihre zentrale Datenplattform. Daneben, ja, wir haben es jetzt mal aufgenommen, weil es aus unserer Sicht für die Zukunft unbedingbar ist, Prozessautomatisierung durch Bots. Ja, das heißt, dass sie einfach bestimmte Tasks aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Leute am Markt automatisieren müssen, ja, um eine effiziente Datenplattform zu schaffen. Ja, und das ist so, hier drüber steht Center of Excellence. Ja, warum das wichtig ist, zeige ich auf der nächsten Slide, wo wir beim Thema eigentlich Skalierung sind. Ja, wir haben uns jetzt bisher angeguckt, okay, was generiert Mehrwert in meinem Unternehmen? Wie baue ich Piloten? Wie baue ich so eine Plattform an? Welche Skills brauche ich? Wie skaliere ich so eine Plattform? Wie kann so eine Plattform betrieben werden? Und jetzt geht es darum, okay, wie treibe ich sowas durch mein Unternehmen? Ja, ich bin ein großes Unternehmen, ich habe verschiedene Business Units, die sich mit unterschiedlichen Produkten und Themen beschäftigen. Ich habe ein Ops-Team, das HR, Finance und Sales und Co. für mich macht. Und ich bin einfach ein bisschen gesplittet. Ja, das heißt, einzelne Rollen wie beispielsweise Data Scientist, Analysten und Engineers wandern in ihre, Product Teams, ja, die
Hand in Hand mit ihren existierenden Data Analysten arbeiten. Es gibt ein zentrales Team, das die Datenplattform verwaltet. Ja, die kann aus einem Teilbereich des Teams bestehen, das ich Ihnen zuvor gezeigt habe. Und die kümmern sich dann auch dementsprechend, dass der Technologie-Stack ausgewählt wird. Und so könnte man beispielsweise Modell für ihre Data Use Cases treiben. Ja, das heißt, es werden immer mehr Data Cases in ihre Plattform kommen. Sie werden immer mehr Produzenten und Konsumenten in ihr Ökosystem aufnehmen und ein zentrales Team kümmert sich darum, ihre Plattform am Leben zu erhalten. So, kommen wir zur letzten Slide, nochmal die Zusammenfassung. Was sind eigentlich die wesentlichen Key Success Factors auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen? Ja, nehmen Sie mit, ja, Daten ist ein Mindset. Ja, es ist halt wichtig, dass Sie anfangen, eine datengetriebene Kultur in Ihr Unternehmen zu enablen. Ja, wir können Ihnen mit dem Data Readiness Assessment dort helfen. Ja. Suchen Sie sich die Use Cases aus, ja, die Sie als Unternehmen weiterbringen. Also weg von diesem Approach, lass uns mal mit einem IoT-Projekt anfangen, hinzu, um sich Gedanken zu machen, was bringt mich im täglichen Business weiter? Ja, was würde mein Chef interessieren? Ja, was interessiert unsere Kunden? Was hilft uns, bei unseren Kunden besser zu positionieren? Hinzu natürlich dann die richtigen Projekte auszuwählen. Ja, wo habe ich Daten bereits? Was kann ich relativ nehmen, um das durch die Unternehmen zu skalieren? Fangen Sie nicht mit komplizierten Use Cases wie ich will ein 360-Grad-Overview meiner Kunden haben, sondern wirklich mit kleinen Themen, beispielsweise jetzt Employee Churn. Das ist vielleicht ein cooles, kleines Thema, das man relativ gut nutzen kann, um so ein Programm anzugehen, das auch Mehrwert für Ihr Unternehmen generiert. Immer daran denken, Daten ist halt ein Teamsport, ja, das werden Sie nicht alleine lösen können, sondern Sie müssen anfangen, diese offene Kultur der Plattform zu bauen und dann natürlich Ihre Success Stories, die Sie gebaut haben, mit Copy-Paste zu wiederholen und wachsen, wachsen, wachsen. So, das bringt mich auch schon zum Ende meiner Präsentation. Und ich würde Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ja, vielen Dank, Adam. Es sind tatsächlich schon ein paar Fragen reingekommen während deines Vortrags. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie natürlich gerne jetzt auch noch über die Chatbox stellen. Die Fragen, die wir bisher hatten, fangen wir mal mit der ersten an. Wir wollen so eine Datenplattform bauen. Uns fehlen allerdings die Use Cases, um die Plattform beim Business zu positionieren. Können Sie ja mit Standard Cases helfen? Diese Frage, die kann man mit Jein beantworten. Ja, das ist halt ganz wichtig, dass man so ein Vorgehen am besten aus Business-Sicht rangeht. Ja, das heißt, dass Sie Ihre Cases schon mitbringen. Ja. Weil sonst laufen Sie relativ stark Gefahr, in diesem lassen Sie uns einen Data Lake Approach reinzulaufen. Ja, das heißt, es ist immer besser, mit diesem Data Readiness Assessment beispielsweise mit einem kleinen Workshop oder Assessment anzufangen, wo wir einfach schauen, wenn Sie es noch nicht haben, welche Cases bringen Sie als Unternehmen voran, um diese dann zu nutzen, um Piloten aufzubauen, um das Thema so zu skalieren, wie ich es Ihnen aufgezeigt habe. Ja, okay, vielen Dank. Die zweite Frage, die reinkam, halten Sie das SAP Data Intelligence für das geeignete Tool, um das Thema Data Governance End-to-End voranzutreiben? Auch diese Frage ist mit einem Jein zu beantworten. Die Data Intelligence, für die es nicht kennen, ist ein Tool, das aus dem Data Hub hervorgegangen ist, gibt es halt on-premise und als auch Cloud-Version. Und es ist natürlich primär ein Datenorchestrierungstool. Ja. Das heißt, die SAP legt dort einen starken Fokus darauf, Daten aus unterschiedlichen Quellen zentral zu orchestrieren, beispielsweise es wieder zurück in eine S4HANA zur Verfügung zu machen oder bei der Aufbau eines Data Lakes zu helfen. Und das Tool bringt gewisse Data Governance Tools mit. Beispielsweise, Sie haben eine Metadatenschicht, wo Sie halt sehen, okay, in meiner HANA-Datenbank gibt es Kunden, in meinem SuccessFactors-System gibt es Kunden. Das Ihnen einfach hilft, das Thema Data Governance anzugehen. End-to-end nein, aber es ist ein Tool, das relativ stark dabei unterstützt und in diese Richtung geht. Also es ist halt auch, ich sag mal, eine Data Scientist Plattform, wo Sie Machine Learning und ganz viele tolle Graphen bauen können, die natürlich Insights generieren für Ihr Unternehmen.
Aber das Tool legt auch einen relativ starken Fokus auf das Thema Governance, ja, um das für Sie mit zu integrieren. Ja, beispielsweise gibt es oder soll es in der zukünftigen Roadmap für die Data Intelligence auch eine Integration in den Information Steward geben, wenn Sie den im Einsatz haben. Ja, das heißt, dass Sie die Daten dort auch mit integrieren können, wenn Sie dort den Information Steward nutzen, um Ihre Daten im Unternehmen zu kategorisieren oder Policies auszuarbeiten. Ja, okay, vielen Dank. Dann die dritte Frage, die gestellt wurde. Um so ein Vorgehen umzusetzen, muss dann zwangsweise die Cloud-Produkte von SAP benutzt werden. Nein, also es ist natürlich, jeder Kunde ist unterschiedlich. Man weiß ja auch, man möchte nicht alle Daten in die Cloud pumpen. Die SAP fährt zwar im Moment eine Cloud-First-Strategy, aber das heißt nicht, dass es bestimmte Produkte nicht auch als Cloud-Pendant gibt. Ja, die Data Intelligence ist ein gutes Beispiel. Die gibt es sowohl als Cloud-Produkt als auch on-premise. Ja, es ist, ich meine, Cloud hat gewisse Vorteile, ja, aber wir wissen auch, dass es Kunden gibt, die einfach nicht in die Cloud gehen können aus Datenschutzrechtsgründen. Aber aus meiner Sicht ist das auch eine Thematik, die sich in den nächsten Jahren relativieren wird. Ja, es ist halt, wenn man sich schaut, die Europäische Union macht relativ starke Fortschritte, was das Thema Gaia-X angeht, sodass ich glaube, dass diese Frage oder diese Diskussion in ein paar Jahren gar nicht mehr auftreten wird. Aber es gibt bei der SAP genügend Pendants, um so eine Datenstrategie auch on-premise aufzubauen. Ja, das heißt, das Business Warehouse ist ein gutes Beispiel. Es gibt die Data Warehouse Cloud und dazu gibt es das On-Premise-Produkt mit dem BW4HANA, ja, wo Sie ähnliche Dinge on-premise und auch in der Cloud machen können. Also die Cloud hat halt, ich sag mal, ein paar, ja, Operations-Vorteile gegenüber einem On-Premise-System, aber nach wie vor ist da auch alles gegeben, um On-Premise-Kunden glücklich zu machen.